Und zwar werde ich heute so. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mir gedacht, machen wir wieder eine Motivation Speak. Und zwar werden wir heute über Mobbing reden. Und zwar, wie es ist, gemobbt zu werden. Und die Message, die ich heute dann auch mitteilen möchte. Und ja. Ich würde sagen, wir starten. Also natürlich das Thema Mobbing denkt sich wahrscheinlich jeder. Das habe ich jetzt aber schon 100.000 Mal gehört. Warum muss ich das jetzt noch wieder hören? Und das sage ich einfach, weil es wichtig ist und weil es wirklich vorkommt. Und es kann jedem, kann wirklich jedem passieren. Es kann überall passieren. Kann sich auch nicht entscheiden. Ich auch. Und da möchte ich auch meine Story zeigen und wie kann man am besten damit umgehen. Weil es ist nicht leicht. Es ist egal, wo es passiert. In der Schule, bei der Arbeit. Einfach wenn du Bus fährst. Es kann wirklich überall passieren. Und es ist wichtig, dass, was ich gelernt habe, dass ich es mir nicht so zu Herzen nehme. Dass ich versuche mir zu denken, der Person. Oft ist es, hilft es mir am meisten, wenn ich mir denke, der Person geht es selber so schlecht. Deshalb muss sie gemein zu jemandem sein, damit es ihr besser geht. Und wenn man sich das denkt, dann denkt man sich, dann geht es mir eigentlich nicht so schlecht, weil ich muss niemanden zu niemandem gemein sein, damit es mir besser geht. Und es ist oft wichtig, dass man sich denkt, der Person geht es wahrscheinlich auch schlecht. Die hätte wahrscheinlich auch nur gern, wenn jemand mal sagt, du bist toll, so wie du bist. Und das ist halt wichtig. Also wie gesagt, ich wurde auch in der Schule gemobbt, ich wurde in der Arbeit gemobbt. Irgendwie passiert das oft. Und ich glaube, das ist eben das Ding, dass wir immer glauben, wir sind jetzt alleine. Sowas passiert niemandem. Jeder redet zwar darüber, aber es passiert ja nicht. Es passiert aber wirklich. Und das ist mir wichtig, dass ich eben darüber rede, dass es ist okay und ihr seid nicht alleine. Und mir war es auch wichtig, dass ich jedes Mal, wenn jemand gemein zu mir war und so, es ist dieses, ja, du nimmst dir nicht zu Herzen, ist zwar immer, ist schön und gut, nur ist das nicht so leicht. Es ist nicht so leicht zu sagen, ja, egal, Schwamm drüber. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich oft dann natürlich, vor allem wie ich jünger war, konnte ich überhaupt nicht damit umgehen. Musste auch oft Schule wechseln und so, auch wegen natürlich Mobbing und so. Aber es ist auch wichtig, dass dieses Mobbing, du musst dir so denken, die Person, die wahrscheinlich, wo du dich gerade gemobbt fühlst, denkt sich wahrscheinlich nichts dabei. Also nicht immer, aber manchmal kann es wirklich so sein, dass sie einfach nur gemein sind. Also manchmal sind es einfach gemeine Leute, die einfach nicht nett sein können. Und die meinen es aber nicht böse, die sind einfach so. Und da ist es wichtig, dass man sich das eben nicht zu Herzen nimmt. Und natürlich ist das super, super schwer. Und ich habe mir das auch oft zu Herzen genommen. Nur weiß ich jetzt, es bringt mir nichts. Es ist besser, wenn ich sage, ja, der Person geht es nicht gut, deshalb macht sie das. Und mir geht es ja eigentlich so gut. Also ich habe alles, was ich mir wünschen kann. Ich bin froh für die kleinen Dinge und genauso wie die großen Dinge, die ich in meinem Leben habe. Und dass man sich auch freut und dass man sich jeden Tag, was mir hilft zum Beispiel, damit es mir besser geht, ist, dass ich auch die kleinen Sachen wertschätze. Also ich gehe vielleicht einmal raus oder ich einfach nur dieses, schaue meine Sachen an. Meistens, was für mich immer hilft, ist, ich gehe meine Schminke durch und swatche ein bisschen, das lenkt mich total ab. Oder ich schminke mich, das sind einfach so Sachen, die mir total helfen. Und ich glaube, da muss jeder das eben machen, wenn man sagt, ich finde das voll schwer damit umzugehen, dass man einfach so sagt, die Sachen mit denen, wenn ich die mache, dann geht es mir einfach besser. Und bei manchen ist es Sport, bei manchen ist es Singen, bei manchen ist es Schwimmen. Es kann alles Mögliche sein. Und das ist eben, bei mir ist es zum Beispiel auch das Schminken, Singen. Ich habe immer unterschiedlich, kommt immer darauf an, wie schlecht es mir geht.
mache ich halt unterschiedliche Sachen. Und es ist wichtig, dass man sich auch sagt, es ist okay, wenn es einem schlecht geht. Also es ist nichts, was man jetzt, wo man sich schämen muss oder sich denkt, oh, ich bin so eine Memme oder so, weil das bekommen wir ja oft so mitgebracht, eben in der Schule und so mit dem harten Schulsystem, wo ich auch noch sicher ein Video machen werde, dass wir eben, wir müssen stark sein, wir dürfen nicht weinen, wir müssen einfach das durchziehen. Und es ist wichtig, das auch manchmal zuzulassen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, es hilft nichts, dass ich jetzt so tue, als würde es mir gut gehen. Manchmal muss es raus und es ist okay zu weinen. Und es ist, und das ist eben wichtig, dass man sich auch denkt, so, ja, ich darf weinen und mir darf es schlecht gehen. Und das ist super, super wichtig. Und es ist super, super wichtig, dass meine Katze hat, die immer rein möchte und raus möchte. Und ah. Soll, dass es euch auch manchmal schlecht geht. Und Mobbing ist hart. Und Mobbing kann so vieles sein. Es kann nur sein, zum Beispiel, bei mir war das einmal so, dass ein Mann auf der Straße gesagt hat, der hat mich was gefragt und ich wusste das nicht. Und er hat so gesagt, ja, mit so viel Schminke im Gesicht. Wie sollst du auch, also bist du dumm sozusagen. Und ich meine, das war jetzt, ich meine, natürlich merke ich es mir, ich habe es mir gemerkt, also so egal war es mir dann doch nicht. Es ist immer ein Schock, wenn jemand irgend sowas zu dir sagt. Vor allem im echten Leben, das ist noch was anderes, wie wenn es jetzt wer schreibt oder so. Ist natürlich auch nicht so lustig, aber im echten Leben ist das schon, ist man manchmal schon geschockt. Also da war ich, heute würde ich natürlich sagen, ja, warum siehst du das so? Was ist, warum denkst du, dass ich nicht intelligent bin? Aber damals war es einfach so, du bist dann einfach so im Schock, dass du denkst, ups, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber auf jeden Fall, was mir super, super wichtig ist, ist einfach, dass ihr auf euch aufpasst. Das ist super wichtig. Weil wir sind nicht alle super stark und es ist okay, dass es uns schlecht geht und ja. Also ich hoffe, ihr habt aus diesem Video auf jeden Fall was mitgenommen, dass ihr sagt, euch geht es ein bisschen besser, ihr seid nicht alleine. Glaubt mir das, ich habe mich auch sehr, sehr allein gefühlt. Ich habe mir gedacht, niemand versteht, wie ich mich fühle. Aber es gibt Menschen, die verstehen es und ich verstehe es definitiv. Also, wenn ihr mal mit mir oder so reden wollt, könnt ihr gerne mir schreiben, mal eure Geschichten und so erzählen. Ja, Bobby, das hört man ja. Also auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch jetzt vielleicht ein bisschen besser geht und dass ihr auf jeden Fall wisst, dass ihr nicht alleine seid. Bobby! Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt was mitgenommen aus diesem heutigen Video, dass es euch vielleicht ein bisschen besser geht und auf jeden Fall, dass ihr wisst, ihr seid nicht alleine und es geht uns allen manchmal schlecht und das ist okay. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das fürs heutige Video und ich würde sagen, ah, und irgendwo hier gibt es noch ein weiteres Video von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like oder einen Kommentar da lassen würdet. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!